Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tom Clancy's Division. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir gehen jetzt Richtung kontaminierten Bereich, das Schlachthaus. So, da bin ich mal gespannt, was da auf uns wartet. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach bloß wieder eine Suchaktion wird in dem Gebäude. Oder wir kommen gar nicht erst rein. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Folge 58 ist das mittlerweile, gell? Das ist schon echt krass. Im ersten Teil hatten wir so um die 75, gell? 75, 76. War ich der Meinung? Schauen wir mal. So, da stehen sie schon. Dauerfeuer geht das echt gut. Oh, da wird es jetzt neu gehen. So, hoffentlich findet man auch gleich einen leichten Zugang. Okay, kriegen wir. Kontaminiertes Hemd, nimmt er mit. Aber sowas von. Echo in der Nähe entdeckt. Okay, weiß ich nicht, was es gebracht hat. Das war jetzt irgendwas mit dem Licht, oder? Ah, die Tür ist wahrscheinlich aufgegangen. Echos eine Etage höher. Tragbares Gerät erkannt. Auch oben. Jetzt wird es wieder richtig interessant, gell? Erstmal das hier, Fieber. Wie nah das eigentlich an der Realität ist, gell? So die Story. Gut, jetzt mit dem Dollar-Virus da. Das ist schon echt gut gemacht. Schöne Anführungszeichen Fantasie, unterhaltsame Fantasie, sagen wir es mal so. Es ist ein Krankenhaus und die nennen das hier das Schlachthaus. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Im Delirium. Ein Mann kümmert sich um seine erkrankte Frau. Willst du zum Spielplatz gehen? Vielleicht später. Sicher, es ist so ein schöner Tag. Lieber später. Sie betreten einen kontaminierten Bereich. Sie verlassen einen kontaminierten Bereich. Sie verlassen einen kontaminierten Bereich. Also müsste ich doch hier was finden, oder? Ah, da. Ich hänge. Ach, jetzt. Da wollte er gerade nicht. Kontaminierter Bereich. Sie verlassen einen kontaminierten.
kontaminierten Bereich. Elektronisches Gerät erkannt. Ich bleib nicht hier. Ich gehe mit dir. Sag das nicht. Ich bin nur deinetwegen so lange geblieben. Glaubst du, ich will das? Würde Julie das wollen? Bitte sag das nicht. Gut. Ich werde es nicht sagen. Versprich es mir, versprich es. Bitte, versprich es. Ich verspreche es. Ach Gott. Schon tragische Geschichten dabei. Zeig mal die Projekte. Die haben wir erledigt. Theoretisch könnten wir ja weiterziehen, gell? Aber ich möchte noch den Kontrollpunkt machen. Der ist da. Hier diese Propagandageschichten. Das ist nicht meins. Sollen sie doch Propaganda quatschen. So, zack, zack. Ihr benötigt schon wieder was? Ihr kriegt doch gerade eine Proviantladung, oder? Hallo, Agent. Hallo. Hey, Agent. Uns gehen gerade eine Menge Dinge aus. Können Sie uns helfen? Gibt es massig Erfahrungspunkte? Über 20.000, fast 21.000. Der ist ja massiv. Massiv viel. So, Neu-Venedig heißt der Stützpunkt oder der Kontrollpunkt. Mal schauen, wie der aussieht von der Location her. Polizeiauto. Schemack. Ah. Gut mit der Shift-Taste jetzt. 58 Folgen später. So gut. Oder 57, besser gesagt, war in der letzten Folge. Ah. Im Schnitt zerlegt. Ihr könnt gleich mitkommen. Feindliche Übertragung empfangen. Die kommen von der Seite. Nichts wie weg da. Ihr könnt gleich mal mitkommen. Ihr seid nämlich meine Verstärkung. Da gehe ich ganz stark von aus. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Verstärkung unterwegs. Kann man gar nicht runterschießen, ne? Da war doch gerade einer im Haus. So, davor, davor. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Von wo kommt er? Da oben.
Oh, Maschinengewehr. Gar nicht gut. Oh, zu übermütig. Ah ja, schon down. Okay, da hat die Drohne wieder super mitgeholfen. Ab nach oben. Sich nähernde Feinde erkannt. Ja gut, es wird immer besser. Sehr, sehr stark. Neu Venedig. Der befindet sich da unten. Da ist noch eine Munitionskiste, sehr schön. Können wir nochmal ein bisschen auffüllen. Auffüllen, dann noch schnell zum Officer. Dann geben wir ihm ein paar Komponenten noch. Komm mal her hier. Wir haben kaum noch Vorräte. Auch nochmal 10.600 Erfahrungspunkte. Nee, 22. Über 22.400. 24 waren es am Ende, okay. Voll gut. So, zeig mal her. Das ist jetzt ein verbündeter Haufen hier. Gut, das lasse ich jetzt aus. Und wir donnern jetzt erstmal zum Campus. Ja, zum Campus zurück. Da können wir das eine Projekt noch abgeben und die Erfahrungspunkte abstauben. Voll gut. Und dann schauen wir mal zur Operationsbasis. Da müssen wir ja auch nochmal hin. Munition, Reparaturkits, Granaten aufgefüllt. Voll gut. Jup, jup, ju, du, du. Nachschublieferung in der Nähe. Hör mal. Da. Unsere Vorräte werden wirklich langsam knapp. Voll gut. Richtig schön. Jetzt haben wir momentan keine Projekte. Ist das gut? Warte, falsch gerade. Da ist das Weiße Haus. Aber wir müssen noch hier rüber, in diesen Distrikt. Und diesen Einsatz. Der ist nämlich vom Theater noch, gell? Nee, Quatsch, vom Weißen Haus ist der. 124.000 Punkte gibt der. Das sind doch nicht nur zwei, oder? Zwei Kontrollpunkte nur. Hier ist noch ein Stützpunkt, Downtown East. Dann auch noch machen, ne? Jetzt gehen wir erstmal zur Operationsbasis und reisen dann weiter Richtung Theater. Beziehungsweise den Kontrollpunkt, der dort in der Nähe ist. Haben wir alles gemacht? Voll geil. Ist alles schön grün. So, zeig mal her hier. Da kann man bestimmt auch noch was einkaufen. Wir sind ja Level 30. Das sind mal die Vorteile. So, das kostet mich 5 Punkte. Erledigt. Kostet mich 3 Punkte. Auch nochmal 3.
könnte man vielleicht die ganzen Vorteile jetzt beimachen. Ja, Sigi. Agent fordert Verstärkung an. Nochmal 5, da habe ich noch 30 über. Geil. Alle Vorteile frei. Das ist mal cool. Wiedersehen. Nee, ich bin noch nicht fertig. Warte. Da fehlt noch eins, da fehlt noch zwei. Komm, machen wir den fertig. Den Drohnenstock. Der Drohnenstock war eigentlich auch ganz cool. So, dann haben wir noch 15. Den haben wir. Wir haben hier die Glühwürmchen. Da haben wir alle. Das ist schon geil. Kosten halt jeweils 5, ne? Sieht halt auch geil aus. Mit dem Scheibenwerfer. Und die letzten. Und die letzten 5 noch. Gefällt mir. So. Kaufen Sie bei mir und Sie haben alles, was Sie brauchen. Kaufen Sie bei mir? Ja, ja. Da, 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 da. Können ja auch ein bisschen Levers verkaufen. Was bringt mir denn so viel Kohle, wenn ich's, wenn ich selber, nichts. Ich verkaufe jetzt einfach mal. Auch die Dinger. Wo jetzt manche bestimmt aufschreien. Danke, dass Sie hier waren. So. Halt mal her. Wir reisen jetzt noch geschwind zum Theater. Und in der nächsten Folge gehen wir erstmal zum Stützpunkt. Dann gehen wir rüber in den letzten Distrikt. Ich glaube, das ist der letzte Distrikt. Nur noch die beiden sind offen. Oder waren offen, jetzt ist nur noch einer. Wir würden jede Hilfe sehr begrüßen. Genau, und dann eben noch hier dieses Ende. Genau. Ja, die müssten wir eigentlich auch noch besuchen. Die kontaminierten Bereiche. Genau, in der nächsten Folge machen wir den Stützpunkt und dann gehen wir rüber zum Safehouse und machen diesen Bereich erstmal frei. Genau, dann machen wir den Kontrollpunkt und wir gehen dann hier rüber zum Nebeneinsatz. So ungefähr die Reihenfolge, wie es in den nächsten Folgen dann aussieht. Alles klar. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich. Ihr gesamter Rat hat sich in der Festung versammelt. Ganz ruhig. So. Entschuldigung. Also... Jetzt bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Tom Clancy's Division 2. Ciao, macht's gut.